Ich befinde mich in Südafrika, genauer genommen in Namibia, zur Jagd bei Blaser Safaris. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön für diese Möglichkeit und auch die Unterkunft hier, die ganze Lodge. Es ist wirklich ein absoluter Traum, was hier für einen Luxus geboten wird. Ich bin es eigentlich nicht gewohnt, so luxuriös Urlaub zu machen, aber das ist wirklich schon eine wirklich sehr, sehr schöne Erfahrung, das muss ich schon zugeben. Ich war noch nie in Afrika, eigentlich verbringe ich meine Urlaube immer in Österreich und Afrika ist wirklich ein unfassbar weites Land. Also ich habe noch nie solch große Flächen gesehen. Es ist unglaublich weitläufig. Ihr habt große offene Flächen, ihr habt auch Berge, zwar nicht so hoch wie in Österreich, aber trotzdem Berge, felsige Landschaften, sandige Landschaften, alles Mögliche. Also es ist wirklich äußerst individuell, wie die Landschaft hier geprägt ist. Und das Wild, ein Wildreichtum, der kaum zu beschreiben ist. Also ich habe schon Giraffen gesehen, Impalas, Springböcke, Nashörner, alles Mögliche. Und wir werden insgesamt eine Woche jagen. Wir sind eine Gruppe aus 5 Jägern. Wir sind immer zu zweit unterwegs, also 2 Jäger, ein Berufsjäger und ein Fahrer. Das Ganze ist ähnlich wie unsere Gummipirsch in Deutschland. Also das würde hier auch gar nicht anders funktionieren. Also ihr müsst unfassbar große Flächen überwinden. Das ganze Jagdrevier hat eine bejagbare Fläche von 43.000 Hektar. Das ist eine Zahl, die man eigentlich von der Größe her schlecht einordnen kann, aber unser Führer Vanjo hat mir erklärt, dass um das Gelände ein Zaun gezogen ist von circa 140 Kilometern. Damit man eine Vorstellung bekommt, wie groß das hier eigentlich ist. Ich kriege hier auch nochmal richtig Jagdfieber, muss ich sagen. Also zu Hause, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Rehwild jage oder Schwarzwildmuffel, dann ist es eigentlich viel Jagdfieber, gibt es schon noch, aber nicht mehr so wie früher. Und hier bekommt man nochmal richtig Jagdfieber wie zu Anfangszeiten. Was ich auch sehr schön finde, unser Führer Vanjo ist wirklich ein absolut ruhiger Mensch. Also er bringt einen dazu, wirklich absolut ruhig zu bleiben und gibt einem dadurch auch eine enorme Sicherheit bei der Jagd. Und das macht er wirklich absolut hervorragend. Wir haben dann auf dem Schießstand die ersten Schießübungen auf 100 Meter durchgeführt, im Kaliber 30,06, um etwas warm zu werden. Dann haben wir gewechselt zur 300 Winmag und dann eben zur 338 Blaser Magnum. Und wir haben auf Distanzen bis 400 Meter geschossen, auf Stahlscheiben, und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die Kamera habe ich natürlich bei der Jagd immer mitgenommen und was wir dabei erlebt haben, das möchte ich euch im Folgenden zeigen. Nach einem reichhaltigen Frühstück geht es jeden Morgen pünktlich um 7 Uhr ins Revier. Es ist Juni und somit Winter in Afrika. Darum ist es morgens mit rund 5 Grad knackig frisch. Vormittags steigen die Temperaturen aber schnell in den 20-Grad-Bereich, was ich sehr angenehm fand. Um 12 Uhr gibt es eine Mittagspause bis 15 Uhr, da das Wild in dieser Zeit eh weniger auf den Läufen ist. Ab 15 Uhr wird dann wieder bis zum letzten Büchsenlicht gejagt. Zuerst verlassen wir die Non-Shooting Area, da in einem abgegrenzten Gebiet um die Lodge herum nicht gejagt werden darf. Meistens suchten wir uns einen erhöhten Punkt im Revier, um uns einen Überblick über das Wild auf der Fläche zu verschaffen. Was Vanjo und unser Fahrer Benjamin schon alleine ohne Fernglas entdeckten, war beeindruckend. Die beiden hatten einfach ein Auge für den afrikanischen Busch. Sobald wir Wild ausmachen konnten, prüfte Vanjo den Wind und entschied, wie wir die Stücke angehen würden. An diesem Morgen stießen wir auf eine Herde von ca. 30 Impalas. Impalas zählen zu den mittelgroßen Antilopen und sind mit einer Schulterhöhe von bis zu 90 Zentimetern und einem Gewicht von bis zu 60 Kilogramm deutlich stärker als unser heimisches Rehwild. Das Verhalten von Impalas gleicht dennoch unserem Rehwild. Die Bejagung ist nicht ganz so anspruchsvoll, wie dies zum Beispiel bei Zebras, Oryx oder Eland der Fall ist.
Wir entschlossen uns dazu, die Stücke anzugehen und uns eine gute Schussposition auf einem Felsen zu suchen. Tobias schoss auf ca. 120 Metern auf eine Impala-Ricke, welche im Feuer lag. Die Stücke konnten anscheinend aufgrund unserer Position und des Schalldämpfers nicht orten, woher der Schuss kam, und sprangen nicht ab. Tobias wechselte seine Position, um einer weiteren Ricke die Kugel anzutragen. Auch dieses Stück lag im Feuer. Die Stücke waren zwar nervös, aber standen noch immer auf der Fläche. Somit wechselte ich von der Kamera auf die R8, da wir einen guten Bock ausmachen konnten, welche ich auf einem kurzen Pirschgang erlegen wollte. Wasser ist eine unserer wichtigsten Ressourcen und auch für das Wild ist Wasser unerlässlich. Gerade zu dieser Jahreszeit ist Oberflächenwasser in Flüssen und dergleichen nicht vorhanden. Darum wird das Grundwasser nach oben befördert, um Wasserstellen für das Wild zu schaffen. Mehrere große Becken im Revier dienen hierfür als Reservoir. Anhand von Windrädern werden Pumpen angetrieben, welche das Wasser aus dem Boden anhand von Rohrsystemen in das Auffangbecken leiten. Das Auffangbecken ist höher angelegt als die eigentliche Tränke und somit entsteht anhand eines Schwimmers, welcher den Zufluss regelt, eine kontinuierliche Versorgung der Wasserstellen, welche für das Wild unerlässlich sind. Banjo zeigte uns jedoch auch eine natürliche Quelle im Revier, an der das Grundwasser nach oben dringt. Hier ist natürlich auch die Vegetation eine völlig andere und bildet neben den angelegten Wasserstellen einen wahren Wildmagneten im Revier. Springböcke sind im Jagdgebiet ebenso äußerst stark vertreten. Der Name kommt von den senkrechten Sätzen, die diese Tiere ausführen. Diese habe ich bei flüchtenden Tieren beobachtet, aber auch bei spielenden Jungtieren. Aus dem Stand kann hierbei eine Höhe von ca. 3 Metern erreicht werden. Auch die Beschleunigung dieser Tiere ist phänomenal. Somit sind sie selbst für Geparden keine leichte Beute. Der Körperbau ist zierlicher als der von Impalas und das Maximalgewicht beträgt etwa 45 Kilogramm. Als wir früh morgens ins Revier fuhren, konnte ich einen Springbock auf ca. 100 Meter ausmachen. Wir entschieden uns, ihn anzugehen und mit etwas Glück zu erlegen. Er stand etwas verdeckt von Buschwerk. Wir hofften jedoch, dass er nach rechts in eine Lücke ziehen würde und Vanjo ihn kurz zum Verhoffen bringen könnte.
Wanyo nutzte jede erdenkliche Erhöhung, um Wild ausfindig zu machen, und er war äußerst erfolgreich damit. An diesem Nachmittag konnte er einen Streifenknubullen ausfindig machen. Wir versuchten, den Bullen bei gutem Wind anzugehen. Ihr solltet für die Pirsch definitiv ein gutes Schuhwerk wählen. Es gibt sandige Flächen, steinige Flächen, glatte felsige Flächen und auch die ein oder andere kleine Klettertour solltet ihr einplanen. Ich verließ mich auf meine Hikeschuhe und wurde nicht enttäuscht. Aber zurück zu unserer Pirsch auf den Streifenknubullen. Wir waren ca. 300 Meter entfernt und konnten uns dem Stück in weiterem Verlauf auf ca. 200 Meter nähern. Der Bulle stand spitz zu uns und er war etwas von Buschwerk verdeckt. Dadurch war es schwierig, einen sauberen Schuss anzutragen, und somit warteten wir ab, ob das Stück noch etwas ziehen würde, um eine bessere Schussposition zu erreichen. Dem war leider nicht so. Wanyo hatte die Idee, den Blaser-Zielstock einzufahren und somit knien zu schießen. Dadurch konnten wir einen Schuss durch das leichte Buschwerk umgehen, und zudem war die Auflage der Waffe stabiler, da die Entfernung noch immer 200 Meter betrug. Tobias machte sich also bereit, dem Bullen einen Schuss in den Stich anzutragen. Der Kugelschlag war deutlich zu hören und der Bulle zeichnete gut. Am Anschuss war direkt Schweiß zu finden und kurze Zeit später fanden wir den verendeten Bullen. Die Bergung von solch schwerem Wild ist natürlich immer eine Herausforderung an Mensch und Material. Wanyo und Benjamin wissen jedoch genau, was sie tun und lösen jede Bergung problemlos. Die Fahrzeuge sind mit starken Seilwinden ausgestattet, mit denen man das Wild leicht auf die Ladefläche ziehen kann. Das gesamte Wild, welches wir erlegt haben, wird natürlich voll und ganz verwertet. Angefangen bei den Innereien wird auch das Fleisch der vorangegangenen Jägergruppen auf der Lodge zum Abend serviert. Auch die Mitarbeiter der Lodge erhalten einen Teil des Fleisches. Ich habe selten so gut gegessen wie in Namibia. Besonders Eland, Kudu und Oryx sind meine absoluten Favoriten. Die Felle werden gegerbt und die Trophäen je nach Wunsch präpariert. Die Tiere werden also vollumfänglich verwertet. Die Jagd in Afrika hat einen immensen Eindruck bei mir hinterlassen und ich denke, ich werde dieses faszinierende Land noch einmal besuchen. Ich hatte in dieser Woche jedoch auch noch Weidmannsheil auf eine Elandkuh und ein Zebra. Bei dieser Pirsch blieb die Kamera jedoch zurück, da ich kein Risiko eingehen wollte bei der Jagd auf dieses äußerst aufmerksame Wild. Ich verabschiede mich mit den folgenden Bildern und verbleibe mit einem kräftigen Weidmannsheil. Euer Markus von Living Active.